Sie alle wollen heute lernen, wie man mit einem Pferd Baumstämme rückt. So heißt das im Fachjargon. Carsten Remp ist der Chef von Toni, einem 9 Jahre alten Kaltblüter. Also. Erster Teil des Schnupperkurses. Wie steuert man das Pferd? Hot, hot heißt rechts. Brrrt. Und hiescht, 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 hiescht heißt links. Hier. Für Anhalter und zurück, zurück, zurück vor rückwärts. Brrr. Wer möchte mal? Peter traut sich als Erster. Slalom um Hütchen herum. Das sieht einfach aus, ist es aber nicht. Mach mal, dass der läuft. Hier, lauf einfach mit. Man muss Toni ganz klar sagen, was er tun soll. Sonst tut er nichts. Halt, Anhalter. Annehmer und... Und was war jetzt noch mal rechts und was links? Nee, hischt. Hischt? Hischt. Hot. Toni. Schatzkeks. Ich finde, die Wörter sind sehr ähnlich. Also hischt und hot und hü. Ich bin erstaunt, dass das Pferd das überhaupt auseinanderhält, wenn wir da auch noch alle mit unterschiedlichen Stimmen versuchen, ihm Anweisungen zu geben. Geht Ihnen das auch so? Ja, ja, und jeder sagt es natürlich auch anders. Also, wie das dann beim Pferd ankommt, der ist wahrscheinlich am Ende des Tages verwirrt, aber... Für Toni ist es halt, der muss sich jedes Mal auf einen neuen Mensch einstellen. Er muss gucken, wie reagiert der Mensch. Und er probiert natürlich auch aus, muss ich das machen, was der Mensch will? Ich, Gott, ich kann Spaß. Man nimmt ja auch Pferde auch für so Management-Trainings, Führungskompetenz-Schule. Und da merkt man natürlich auch die unterschiedlichen Charaktere. Und das spiegelt der Toni eigentlich wieder. Also Pferde sind sehr gute Spiegel. Und warum macht Roberta den Kurs? Ja. Meine Schwester hat es mir zu Weihnachten geschenkt. Und Julia? Diese Kaltblüter finde ich cool. Die schweren Pferde, die nicht nur zur Freizeit Vergnügen gehalten werden, sondern wirklich noch arbeiten. Und dann geht's ab zur Arbeit in den Wald. Carsten und Toni sind hier jetzt so richtig in ihrem Element. Und die Teilnehmer müssen Toni um Bäume statt Hütchen herumsteuern. Und dann liegen da noch so viele Äste rum. Also das heißt, unsere Aufgabe ist jetzt, das Holz in die Reichweite des Krans zu bringen. Wir ziehen das also vor bis zur Rückegasse. Da das Pferd jetzt ganz frisch ist, machen wir jetzt mal schön zwei leichte Stämme, weil jeder Sportler muss sich aufwärmen und so auch beim Toni rum. Carsten Remp ist mit Leib und Seele Pferderücker. So ein Pferd ist super modern, schwärmt er. Total schonend für den Waldboden und die Umwelt. Was ist das da? Ich schätze mal, vielleicht 100 Kilo. Langsam hier. Ohne andere Bäume zu beschädigen, zieht Toni die Stämme zur Rückegasse. Rein rechnerisch könnte ein Arbeitspferd in seinem Leben bis zu 70.000 Liter Diesel sparen, erklärt Carsten. Wer will mal? Ich bin bei dir. Wieder traut sich Peter als Erster. Okay, dann gebe ich dir jetzt mal das Pferd. Du fällst immer Fühlung zum Maul. Halt, weiter rüber, weiter rüber. Jetzt bist du genau im Gefahren. Sicherheit steht an erster Stelle. Und brrr. Reicht schon? Drück mal. Und was war das jetzt für ein Gefühl? Ein saumäßig schönes Gefühl. Hat mal richtig Spaß gemacht. Ist so Adrenalin und im Wald arbeiten und mit dem Pferd, das war einfach klasse. Nicht nur Christina, auch Carsten ist hochkonzentriert. Er muss höllisch aufpassen, dass niemandem etwas passiert. Ja, geradeaus, einfach geradeaus. Gut, man kann sich hier schwer verletzen, man kann sich so einen Stamm über den Fuß ziehen, an der Fußbrecher oder, also das können schon Sachen, oder kann der Hand oder Finger einklemmen. Eine gefährliche Arbeit, Waldarbeit. Aber alle machen ihre Sache super. Schnupperkurs bestanden. Und Toni applaudiert auf seine Weise.